willkommen. Rosa Moja, oh, Rosa. Rosa. Rosa Moja, oh, Rosa. Rosa Moja, oh, in Quellen. Oh, Rosa. Rosa Moja, oh, Rosa. Rosa Moja, oh, Rosa. Rosa Moja, oh, in Quellen. Oh, Rosa. Rosa Moja, gut. Der Ton ist bestens, Ton super. Wie wir aussehen, ist wurscht. Das ist halt, wie es ist, da können wir nichts machen. Aber Hauptsache, der Ton geht. Danke, Raimund. Ja, danke dir für das Springen hier. Ja, wisst ihr, ich war mir zu sicher. So ist es manchmal. Ja. Da passt das nächste Lied ganz gut dazu. Ja, genau. Das stimmt. Wenn ich jetzt noch ein Plektrum hätte. Das steckt in der Gitarre. Ja, 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 ja. Oh, Wasser, Wasser, Wasser. Vertrau dem Fluss. So trägt er dich hindurch. Vertrau dem Fluss. Und gib dich hin. Vertrau dem Fluss, so trägt er dich hindurch. Vertrau dem Fluss und gib dich hin. Lass einfach los, was losgelassen werden muss. Lass einfach los, vertrau dem Fluss. Oh ja. Lass einfach los, was losgelassen werden muss. Lass einfach los, vertrau dem Fluss, vertrau dem Fluss. So trägt er dich hindurch, vertrau dem Fluss und
gib dich hin. Vertrau dem Fluss, so trägt er dich hindurch. Vertrau dem Fluss und gib dich hin. Lass einfach los, was losgelassen werden muss. Lass einfach los, vertrau dem Fluss, oh ja. Lass einfach los, was losgelassen werden muss. Lass einfach los, vertrau dem Fluss, vertrau dem Fluss. So trägt er dich hindurch, vertrau dem Fluss. Manchmal ist es nicht so einfach, dem Fluss zu vertrauen, glaube ich. Also mir geht es immer auf jeden Fall so. Vor allem, wenn das Mikro nicht geht. Und trotzdem, letztendlich haben wir keine andere Wahl, oder? Immer wieder. So, um wieder ein Vertrauen zu finden in diesen Fluss, gibt es auch ein Mantra, Shiva. Shiva steht für die Transformation in die Liebe. Immer wieder darauf vertrauen, dass das, was jetzt gerade ist, einem größeren, tieferen, wie soll man sagen, Plan folgt. Zusammenhang steht. Ja. Dass Dinge kommen, erscheinen und sich wieder verändern und wir immer nur einen kleinen Blick darauf haben. Und der größere Blick eigentlich verborgen bleibt. Und Shiva ist so wie ja, ja, trotzdem. Und Jambo ist die Überraschung, wenn hinterher ich sehe, ah, okay, es geht, es geht. Ich denke, jetzt ist vorbei, aber es geht, es geht. Wow, wow, Jambo, Shiva, Shiva, Jambo. Mahadeva Jambo ist wie so, oh, alle Engel oder alle... Alle guten Geister. Alle guten Geister. Es geht. Wow. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho. Shiva Shiva Shambho Shambho Shiva 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 Shambho Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Shambho Shiva 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 Shambho
Shiva, Shiva, Shambho, Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Ja, genau. Ja, schön, dass ihr alle da seid und immer noch da seid. Kannst du mir da unten, kommst du an die Flasche da ran? Und wir werden am Ende des Livestreams hinterher die Titel noch mal unten hineingeben und ihr könnt es auch immer wieder anschauen, das wird draufbleiben. Vielleicht ja ein bisschen schärfer, das hoffen wir mal. Und wenn ihr uns was zukommen lassen wollt dafür, dann ist es auch möglich. Unten ist die Kontonummer von der Iria. Entweder per PayPal oder auch Banküberweisung. Vielen, vielen Dank. Es ist, ja. Schreibt in den Betreff Mantras. Und Lieder. Nö, Mantras reicht. Mantras. Genau. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Mhm. Ich freue mich schon, euch wieder mal live zu sehen. Hoffentlich bald. Bis dahin üben wir uns in der Gelassenheit. Gelassen.
lass ich kommen, was auch immer kommen mag. Gelassen lasse ich gehen, was auch gehen mag. Gelassen lasse ich werden, was auch immer werden will. Gelassen lass ich geschehen, werde in dir stehen. Tief in mir, in meinem tiefsten Wesenskern, tief in mir, da weiß ich mich geborgen. Tief in mir, in meinem tiefsten Wesenskern, tief in mir, bin ich in Sicherheit. Gelassen lasse ich kommen, was auch immer kommen mag. Gelassen lasse ich gehen, was auch gehen mag. Gelassen lasse ich werden, was auch immer werden will. Gelassen lass ich geschehen. Tief in mir, in meinem tiefsten Wesenskern, tief in mir, da weiß ich mich geborgen. Tief in mir, in meinem tiefsten lasse ich kommen, was auch immer kommen mag. Gelassen lasse ich gehen, was auch gehen mag. Gelassen lasse ich werden, was auch immer werden will. Gelassen lasse ich geschehen. Werde in mir still. Tief in mir, in meinem tiefsten Wesenskern, tief in mir, da weiß ich mich geborgen. Tief in mir.
Ja, ich muss gerade an einen Freund denken, der sagte bei diesem Lied, ich kann das nicht immer fühlen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, deswegen habe ich dieses Lied geschrieben. Ich muss es deswegen immer wieder singen, um es zu fühlen. Das ist dieses Tolle bei dieser Art zu singen. Wenn ich davon singe, dann wächst die Gelassenheit in mir. Das ist wie, als würde ich es dann auf meiner inneren Leinwand projizieren. Das ist immer wieder faszinierend. Und ich kann mich erinnern, dass ich gelassen sein kann. Ja. Und diese Art von stressfreiem Singen, was wir hier haben, ohne einen Anspruch auf irgendetwas, wenn wir das praktizieren, dann habe ich immer einen Gegenpol zur Angst. Solange ich frei singe, ist die Angst, auch im Gehirn, das Angstzentrum ausgeschalten. Es geht nicht. Beides. Und das ist das Schöne. Immer wieder aufzutauchen, gar nicht, dass die Angst was Schlechtes ist. Die zeigt ja manchmal gute Wege auf oder motiviert, was zu tun. Und, aber diese eher andauernde Furcht, die immer wieder zu durchbrechen, da hilft dieses Singen ungemein. Und auch die Mantras, die helfen, weil sie so eine Art Ausrichtung geben auf was Höheres. Und ein Mantra... Hast du mir jetzt die Flasche gegeben? Ja, da hinten. Ist es Om Ahung Bensa Guru Pema Siddhihung. Und Om Ahung bringt die materielle Ebene, die emotional-geistige Ebene und die spirituelle Ebene zusammen, sodass das wieder eine Einheit wird, dass ich wieder wie in eine Verbundenheit zu all diesen Ebenen komme, gleichzeitig. Und so ist das, auf diese Art ist dieses Lied oder dieses Mantra ein Heilungsmantra, das auch mich daran erinnert, die Dinge, wenn ich es schaffe, die Dinge anzunehmen und einverstanden zu sein mit dem, was im Moment gerade ist, dann ist das der Ausgangspunkt für Heilung. So anzunehmen, was jetzt gerade ist, und von da aus wach und mit größtmöglicher Achtsamkeit weiterzugehen. Das ist ein Mantra auch für einen guten Freund von mir, der gerade sehr krank ist, von dem der die Melodie geschrieben hat, der Fred Kosters. Om Ahung Bensa Guru Pema Siddhihung. Mögen alle Wesen Gesundheit erfahren. Ich, du, ihr, alle Wesen. Wieder zurückkehren in einen verbundenen Zustand oder ein verbundenes Dasein. Om Ahum Bensa Guru Pema Siddhihum. Oh, my home.
Nach dem Mantra kann man noch ein bisschen hineinlauschen, weil diese Stille danach ist eigentlich die Ernte.
verstanden sein. Tief in mir daheim meinen Herzschlag hören und die Liebe fühlen. Einverstanden sein. Tief in mir daheim meinen Frieden finden. Altes überwinden. Verstanden sein, tief in mir daheim, meinen Herzschlag hören und die Liebe fühlen. Verstanden sein, tief in mir daheim, meinen Frieden finden. Und ich lasse mich werden, ich lasse mich sein. Ja, ich lasse mich werden, so wie ich gemeint. Ja, ich lasse mich werden, ich lasse mich sein. Ich glaube, das Oma Ahun kommt zur Seite. Ja. Ja. Und dann kommt ein tiefer Seufzer, der wieder alles löst. Oder vieles löst. Das habe ich eben nicht geschaut. Och, das lese ich dir. Bild und Ton. Up above my head,
I hear music in the air. Über mir höre ich den Klang und die Musik. Und ich glaube wirklich, da kann ein Frieden sein, auch schon hier. Ursprünglich hieß das Lied, und ich glaube wirklich, irgendwo wird ein Himmel sein. And I really do believe there is heaven somewhere. Und wir haben draus gemacht, and I really do believe there is heaven down here. Or right here, in the mountains. So der Himmel fängt hier an. Kann hier anfangen. There's a heaven down here. There's a heaven down here. Up above my head. There's a music in the air. I hear music in the air. Up above my head. I hear music in the air. Up above my head. I hear music in the air. And I really do. Above my head, I hear music in the air. Music in the air. Up above my head. Up above my head, I hear music in the air. Ooh. Up above my head. Up above my head, I hear music in the air. And I really do believe there's a heaven down here. Up above my head, I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head, I hear music in the air. Heaven down here, and I really do believe.
wunderbar. Wunderbar. Ja, ich habe heute zum Raimund gesagt, ach, was freue ich mich drauf, wenn wir wieder mit 100 Menschen da stehen und singen. gell, so. Aber ja, es ist auch schön, wir euch so mitzugeben. Mit Hunderten. Wie, ich weiß gar nicht, wie viele wir sind. Ja, yeah. Ach, schön. Ja, genau, es tut so gut, miteinander zu singen. Ach, ich liebe dieses Lied auch sehr. Und ja, vom Raimund habe ich so viele Lieder. Das Schönste an diesen Streams ist, dass ich immer neue Lieder wieder lerne. Geht mir auch so. Und manchmal entstehen sogar welche. Genau, das Schöne ist, dass die immer noch auf YouTube stehen. Und man kann immer wieder mal nachhören und denken, was war das nochmal? Das war dann irgendwie ganz gut. Man kann auch sich alle Peinlichkeiten nochmal anschauen. Alles. Für immer. Hoffentlich. Naja, den werde ich ein bisschen abkürzen. Ja, schön. Nachdem wir so im Himmel, beim Himmel waren, lass uns auf die Erde zurückkehren. Das eine von der Erde ist das Geld. Das eine von der Erde ist das Geld. Naja, das eine von der Erde. Also wir freuen uns nochmal, hier einfach nochmal kurz erwähnt, wir freuen uns sehr über eure Eintrittsgelder, also über das, was ihr uns gerne gut geben könnt. Vielen herzlichen Dank. Danke. Unten steht die Bankverbindung. Dann gibt es auch eine ganz schöne Möglichkeit, mit dem Raimund noch online zusammen zu sein. Ja, genau. Ich mache immer mittwochs, vormittags und abends ein Yoga mit Mantras, in Verbindung mit Mantras. Und ein Singen, immer mittwochabends. Und nächsten Freitag auch nochmal ein Friedenssingen für Spende für die Ukraine mit der Alexandra zusammen. Das findet ihr alle auf meiner Homepage. Und die Iria wird auch wieder sein mit der... Nächsten Donnerstag bin ich mit dem Gistrio, mit meinem Gistrio. Wir treffen uns endlich mal wieder und wir haben gesagt, wir wollen auch unbedingt einen Livestream miteinander machen. Nächsten Donnerstag schaut auf meiner Webseite iria.de, da findet ihr immer alle Termine. Oder am allerbesten abonniert den Kanal und schaltet die Glocke ein, dann werdet ihr benachrichtigt. Und wir fangen auch wieder beide präsent an, so langsam. Schaut dazu gerne auf die Homepage, das wird jetzt so langsam losgehen. Genau, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Mother, I feel you under my feet. Immer wieder zurückkommen zum Hier. Okay. Wenn die Dinge einem zu viel werden, dann ist es immer wieder gut, zurückzukehren zu der Basis. I hear your heartbeat. Ich höre deinen Herzschlag. Mother, I feel you under my feet. Mother, I hear your heartbeat. Heya, 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 heya. Mother, I feel you under my feet. Mother, I hear your heartbeat. Mother, I feel you under my feet. Mother, I hear your heartbeat. Heya, 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 heya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey yo.
gedacht, wir könnten heute Abend zusammen noch mal ein Mantra machen, was die Übergänge des Lebens erleichtert. Und ist ein bisschen längerer Text. Viele können den vielleicht auch schon. Und wenn nicht, dann lernen wir es zusammen. Das ist wunderbar. Om Asatoma Satgamaya. Om Asatoma Satgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Mrityorma Amritamgamaya. Mrityorma Amritamgamaya. Von der Unwissenheit zur Wahrheit. Von der Dunkelheit zum Licht. Und vom Tod zur Unsterblichkeit. Und im tieferen Sinne ist es ein Mantra, was tief, tief transformiert. Zu mehr Klarheit transformiert. Zu mehr Licht. So ein Stück weit, wie wenn das Licht da ist, dann kann es keine Dunkelheit mehr geben. Beziehungsweise könnte man auch sagen, die Dunkelheit existiert, nur wenn das Licht abwesend ist. So ist es ein Mantra, was das Licht wieder bringt. Und vom Tod zur Unsterblichkeit erinnert mich wieder an diesen Aspekt des Lebens, der durchgängig ist, durch alle Leben. So, es geht nicht wirklich etwas verloren. Tiefe Transformation. Es geht nicht wirklich etwas verloren. Lass uns mit der letzten Zeile anfangen. Und dann machen wir die ersten Zeilen Schritt für Schritt. Mit der letzten fangen wir an ein paar Mal. Mrityorma Amritam Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya Mrityorma Amritam Mrityorma Amritam Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Und am Ende steht immer ein Ja. Asatoma Sat Tama
Tamaya. Tamaso Majotirgamaya. Mrityorma Amritam. Tamasuma Jyoti Gamaya.
Zu singen. Für alle, die da in der Ukraine beteiligt sind an diesem Konflikt und überhaupt alle Wesen, die nicht gerade im Licht sind, so wird, dass wir gemeinsam wie ein Energiefeld bilden, was tiefer ist als aller Schmerz und alles Leid. Licht in diese Dunkelheit. Wahrhaftigkeit. Und ewiges sich immer wiederkehrendes Leben.
Ja, danke für euer tiefes Mitschwingen. Ich habe ein Gedicht der Navarro mitgebracht, das ich sehr liebe. Nicht ein Gedicht, ein Text. Es geht um den Frieden. Der erste Friede. Der erste Friede, der wichtigste, ist der, welcher in die Seele des Menschen einzieht, wenn die Menschen ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Universum einsehen und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das große Geheimnis wohnt. Und dass diese Mitte tatsächlich überall ist. Sie ist in jedem von uns. Dies ist der wirkliche Friede. Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon. Der zweite Friede ist der, welcher zwischen Einzelnen geschlossen wird. Und der dritte ist der zwischen den Völkern. Doch vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste vorhanden ist, welcher innerhalb der Seele wohnt. Gedicht der Navajo-Indianer. Und es hat mich inspiriert zu einem Lied, das wir heute zusammen dann vollendet haben. Was heißt vollendet haben, aber fertig gemacht haben. Und ich freue mich sehr, das mit dem Raimund zum Schluss von unserem Abend zu singen. Der erste Friede, der wohnt in mir. Den zweiten Frieden finde ich mit dir. Der dritte Friede ist der in der Welt, der ohne den ersten nie. Der erste Friede, der wohnt in mir. Der zweite Friede finde ich mit dir. Der dritte Friede ist zweiten Frieden finde ich mit dir. Der dritte Frieden ist der in der Welt, der ohne den ersten niemals hält. Der erste zweiten Frieden finde ich mit dir. Der dritte Frieden ist der in der Welt, der ohne den ersten niemals fällt. Der erste Frieden.
wohnt in mir. Den zweiten Frieden finde ich mit dir. Den dritten Frieden ist der in der Welt, der ohne den ersten niemals hält. Der erste Frieden, der wohnt in mir. Den zweiten Frieden finde ich mit dir. Der dritte zweiten Frieden.
mögen wir alle diesen Frieden tief in uns fühlen, bewahren, nähren. Verschenken. Verschenken. Ja. Danke. Danke. Danke euch. Danke. Danke, Raimund. Danke, danke dem großen Irina. Geist. Und wir freuen uns sehr über eure Nachrichten, die wir jetzt dann nachher in Ruhe uns anschauen. Vielen Dank. Wer noch möchte, kann jetzt noch was schreiben. Wir lassen es noch ein paar Minuten an. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bald. Wir werden auf jeden Fall wieder einen Livestream machen. Ja, also das ist eine der großen tollen Sachen in dieser verrückten Zeit, dass ich gemerkt habe, wie schön es ist, mit dem Raimund Livestreams zu machen. Auf jeden Fall, wann auch immer, ihr werdet es mitkriegen. Schreibt unten, macht den. Abonnieren. Abonnieren und eine Glocke anklicken. Und eine Glocke, dann kriegt ihr mit, wenn wir wieder hier sind. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Tschüss. Tschüss. Tschüss.